Rabat ist ein altes, traditionelles Dorf vor der alten Hauptstadt Mdina. Der Name stammt von dem arabischen Wort für Vorort, da das Dorf während der arabischen Besetzung von Mdina abgetrennt wurde, weil das gesamte Gebiet zu groß erschien, um es zu verteidigen. Man wollte so die Hauptstadt besser schützen. Die Johanniterritter bauten die Befestigungen Mdinas später weiter aus und vertieften den bestehenden großen Graben im Felsen, der die Stadt umgab, um sie noch mehr zu isolieren und zu schützen. Die Bevölkerung von Rabat beträgt ca. 12.000, viel mehr als die 400 Einwohner Mdinas. In dieser Stadt befindet sich die Apostolische Nunziatur des Heiligen Stuhls in Malta. In Rabat liegen die berühmten St. Paul und St. Agatha Katakomben, die in römischer Zeit von Christen, Juden und Heiden benutzt wurden, um die Toten zu bestatten. Hier trafen sich auch die frühen Christen heimlich zur Messfeier, bis Kaiser Konstantin das Christentum zur offiziellen Religion des Römischen Reichs machte. In der Nähe der St. Pauls-Katakomben befindet sich die St. Pauls-Grotte, wo sich der heilige Paulus der Tradition nach 3 Monate aufhielt und das Evangelium predigte, nachdem er 60 nach Christus vor der Insel Schiffbruch erlitten hatte.